vielen Sturmfronten haben dem Damm richtig zugesetzt. Okay, suchen wir den Wartungsaufzug. Mit dem sollten wir schnell hochkommen. Du kennst dich hier wohl bestens aus. Noncons leben von alten Batterien. Ich habe viele aus Chorkraftwerken rausgeholt. Da ist der Aufzug. Was für eine Überraschung, kein Strom. Wenn wir den Hauptstromkreis aufladen können, dann sollten die Hilfsaggregate anspringen. Wir brauchen nur eine funktionsfähige Turbine. Vielleicht funktioniert die letzte ja noch. Na, das Becken ist trocken. Aber vielleicht kann der Wind sie drehen. Na dann los. Da ist unsere Turbine. Sie ist arretiert. Wahrscheinlich läuft sie deshalb noch. Warum bewegt sich die Turbine nicht? Seht euch das mal an. Der Schwarm hat alles mit Schleim zugekleistert. Wir müssen das Zeug entfernen. Der Laden läuft! Gehen wir zurück zum Aufzug. Laufe! Und sie ruft schon ihre Freunde! Oh!
Oh, Scheiße, die sind überall! Okay, das war's erstmal. Oh, ich hasse diese Viecher. Achtung, Springer! Das war's. Alle erwischt. Mal sehen, ob der Aufzug läuft. Wollt ihr mich verarschen? Der Aufzug hat noch immer keinen Saft? Die Schaltkreise haben den Stromstoß nicht vertragen. Wir müssen sie zurücksetzen. Und das heißt, wir müssen uns aufteilen. Generatoren oder Schaltzentrale? Was willst du? Du entscheidest, James. Dann übernehmen Dad und ich die Schaltzentrale. Ihr beide geht runter zu den Generatoren. Also, Kate, was sollen wir hier oben machen? Gebt uns einfach nur Deckung, wenn wir die ersten Generatoren starten. Wie sehen die Generatoren denn aus? Naja, wie riesige Generatoren. Ah.
Das kommt mir gerade recht. Betätige den Schutzschalter. Gut, und jetzt zu den Generatoren. Danke, haltet uns weiter den Rücken frei. Ihr habt sowieso viel zu bequem. Das kommt mir gerade recht. Alter, ein Turm! Knallt ihn ab! Genau, was ich brauchte. JD, wir sitzen fest. Such den zweiten Schalter. Bin dabei. Der zweiten Schutzschalter. Gut, und jetzt zu den Generatoren. Strom nicht wieder an. Wird er schon. Wartet nur ein paar Sekunden. Siehst du? Der Damm ist wieder online. Okay, Leute, sammeln wir uns. Gut, dann wieder zurück zum Aufzug. Shredder.
Passt auf, da kommt ein Zion! Jetzt gehen wir zurück zum Wartungsaufzug. Ihr habt euch übrigens alle sehr gut geschlagen gerade. Die Kur hat zumindest euer Training nicht verbockt. Zu dir wäre ich gleich gekommen. Hat dir dein Vater beigebracht, so zu kämpfen? Meine Mom. Und mein Onkel, Oscar. Er war auch ein Gier, wie du. Hat ihn der Schwarm erwischt? Ja. Ja, genau. Tut mir leid, das zu hören. Wenigstens ist der Strom zurück. Hoffentlich lässt der Wind nicht nach. Ja, das sollte kein Problem sein. Oh, na endlich! Der Aufzug hat wieder Saft! Los jetzt! Okay, nächster Halt direkt auf dem Damm. Sehen wir mal, womit wir es zu tun haben. Oh Gott. Verdammt nochmal, Mann, das gibt's doch nicht. Das ist nicht gut. Kommt schon, wir gehen zu Fuß. Okay. Sieht so aus, als wären wir auf halber Strecke nach oben. Versuchen wir, hier nichts anzufassen.
jetzt? Komm rein. Warum sagst du sowas? Träger! Sache erledigt. Gut, er ist unten. Wir müssen einen anderen Weg hochfinden. Ja, und das heißt, wir müssen nach draußen. Na klar, das Wetter wird garantiert mitspielen. Das war übrigens sarkastisch gemeint. Wenn wir raus müssen, scheint das hier der beste Ort zu sein. Die Tür ist doppelt verriegelt, zwei Schalter. Und wie machen wir das? Wir müssen sie anhalten. Dann können wir rüber. Überprüfe die Tafel links von der Turbine. Hm.
gehen wir, Leute. Das war einfach. Gut, wir müssen das wiederholen. Mehr Drohnen! Alles klar, die sind erledigt. Mann, bist du... Es muss doch einen einfacheren Weg auf die Dammkrone geben. Ja, gab es. Nannte sich Aufzug. Na, richtig. Gehen wir durch die Tür. Was denn, schon wieder ein Doppelschloss?